Darum solltest du Diablo 4 kaufen. Es ist endlich soweit. Nach gut 11 Jahren kommt der nächste große Diablo-Teil heraus. Ich möchte euch ein paar Gründe geben, weshalb ihr Diablo 4 kaufen solltet. Natürlich ist es letztendlich euch selbst überlassen, ob ihr es tun werdet oder nicht. Das Offensichtlichste zuerst. Die Grafik. Im Gegensatz zu Diablo 3 hat sich ordentlich was getan. Gut, sie hatten 11 Jahre Zeit, also erwartet man auch ein bisschen was. Aber dennoch, es sieht sehr schön aus. Es ist einfach für die Augen ein purer Orgasmus. Diablo 4 soll zu Release bis zu 150 Dungeons haben, die man erkunden und bewältigen kann. Also erstmal genug, um sich auszutoben. Natürlich kann man nicht direkt alle betreten, für manche braucht man gewisse Voraussetzungen. Es gibt in Diablo 4 5 Klassen. Der Barbar, der Druide, den Totenwächter, die Jägerin und die Zauberin. Das sollte für jeden etwas dabei sein. Je nachdem, welche Klasse man auswählt, werden die Attribute auch passend angepasst für die Klassen. Für die perfekten Builds der Klassen könnt ihr gerne bei der Diablo Wiki-Seite vorbeischauen. Die präsentiert euch sehr viel und gibt euch reichlich an Infos mit. Es wird natürlich verschiedene Waffentypen geben, zum Beispiel einhändige Waffen und zweihändige Waffen. Zu den einhändigen Waffen zählen zum Beispiel das Einhandschwert, der Einhandstreitkolben, die Einhandaxt, der Einhandstab, Dolch und Schild. Ich weiß, es sind absolut einfallsreiche Namen. Zu den zweihändigen Waffen, da zählt, wer jetzt gedacht, das Zweihandschwert, der Zweihandstreitkolben, die Zweihandaxt, der Zweihandstab, Bogen und Armbrust. Armbrust für Akimbo, ganz geil, oder? Boah, links und rechts so eine Armbrust, Alter, da wird's voll abgehen. Es wird eine Open World, die bis zu 10 bis 20 Mal so groß sein soll wie die anderen Diablo-Spiele. Man kennt es von damals, man möchte einfach nur looten, Dungeons mit Freunden absolvieren und dafür ist Diablo einfach perfekt geeignet. Ab und zu schwitzt man sich den Arsch ab und zu klatscht man die Gegner einfach komplett weg. Und das Beste an der ganzen Sache ist, was die Open World angeht, es gibt fast keine Ladesequenzen. Oder es soll fast keine Ladesequenzen beinhalten. Und für den ultimativen Diablo-Support darfst du mir gerne ein Abo dalassen und ein Like. Man wird seinen Charakter bis auf Stufe 100 leveln können. Auch hier hat man mehr als genug zu tun. Und wenn man einen Charakter auf 100 hat, kommt halt der nächste dran. Ganz einfach, bis man irgendwann seinen Main-Character gefunden hat. Natürlich will man aber auch passend zum Leveln auch sein Loot finden. Das heißt, Equipment ist sau wichtig, also geht schön vor. Es wird viele verschiedene Reittiere geben und diese können die auch ausrüsten und verbessern. Zum Beispiel, um schneller zu werden oder schneller zu reiten. Diablo 4 wird einen Ingame-Shop haben, doch aktuell ist bekannt, dass Blizzard nichts verkaufen möchte, was einem einen Ingame-Vorteil verschafft. Hoffen wir mal, dass das stimmt und auch so bleibt. Ich persönlich freue mich sehr auf dieses Spiel. Diablo 3 damals hat mir auf der PS3 so viel Spaß gemacht, einfach ein paar Dungeons zu grinden mit Kollegen, Sachen zu farmen, bis man sein passendes Equip hat oder das, was man gerne hätte, einfach dann bekommen hat. Das war so ein geiles Feeling. Ja, und jetzt kommt der vierte Teil raus und ich habe einfach Bock drauf. Was sagst du dazu? Holst du dir Diablo 4 oder freust du dich auf das Ganze? Schreib es gerne in die Kommentare, ich lese es mir durch.